Biene, sicher, dass du nicht mit willst? Auf den Tisch. Ich bin das schon längst aus dem Spiel. So. Hast du wieder die Biege gemacht? Die Biene muss, gemacht. Biene muss auch ihre 11-12 Stunden schlafen. Ja. Hätte sie gerne. Hätte sie gerne. Wir haben zwei Katzen, die uns nicht mal 10 Stunden schlürfen lassen werden. Baby. Ältere Menschen brauchen manchmal länger, ja, das stimmt. Corona hat vieles noch verschlimmert. Ja klar, jetzt schieb's auf Corona. Es ist die Fakten sprechen für sich, ne? Also. Ja. Yeah. Seit Corona bin ich nicht mehr der, den ich mal war. Also. Also, wenn man einen Ranzen dran gekriegt, ne? Nee, Gedächtnis ist auf jeden Fall. Diese Drecksdinger. Brennst auch einfach nicht. Ah ne, du fightest, okay. Ich sterb aber. Ich treff sie halt irgendwie nicht. Kannst du hier rüber zu dem Netz rennen? Ja. Aber selbst nicht reinfliegen? Hinter dir ist eine Spinne. Ja. Yes. Oh. Ich hab keine Ausdauer. Ja, also ich weiß es nicht, aber. Wenn sie nicht fliegen würde, wäre es eigentlich easy. Moskitonetz, ja. Ah. Ich glaube, hier könnten wir durch, aber ich glaube, wir müssen schleichen. Corona ist an allem schuld. Ja, ja. Ja, also das Einzige, was ich gemerkt habe, war schon, mein Gedächtnis hat noch ein bisschen mehr nachgelassen. Ah, da auf der anderen Seite ist auch noch eine Spinne. Ja, ja, die hat mich aber auch gesehen. Ah, ich hatte mein Leben, Alter. Diese Welt ist einfach viel zu gefährlich für mich. Ich habe Nektar entdeckt. Willst du mir sagen, wir hätten das noch nie? Ah, Nektar ist das, was man essen kann. Ach so, du bringst noch mal. Warte mal. Geil. Du kannst den Nagel, der da eingeschlagen war, auch mit Stufe 3 Gegenständen abbauen. Das ist dann wieder dieser Rost. Der Roast. Gott, wie viele Spinnen hat's nie überall? Wassertropfen wäre toll. Nicht mehr so. Cool, was ist das denn? Das ist auch so ein Mixer, aber dann kommt wieder so eine Verteidigungsmission. Frage ist halt, ob wir das machen wollen oder nicht. Kommt drauf an. Wollen wir es probieren? Im Endeffekt können wir es ja einfach sein lassen, oder? Ja. Ich trinke noch kurz was. Kommt bestimmt der Stinkkäfer, oder? Wie under attack? Ja, Stinkkäfer. Nee, Ameisen hinter dir. Und der Stinkkäfer. Alter. Ja, der Stinkkäfer ist ein bisschen mühsam wegen dem Gift, aber. Sonst kann er nicht sehr viel. Versuch dir zu helfen, aber du läufst gerade so, dass ich nicht an ihn rankomme. Er kommt zu mir. Mücken kam auch noch. Ja, dann hätte ich gesagt, rennen wir, weil das kann ich nicht fighten. Ah, okay. Ich probiere mal zu rennen und dich dann irgendwo wieder aufzugrabben, aber... Oh Gott, du bist viel zu nah gestorben an dem Teil, ne? Wie viele Sekunden noch? 14. Okay, vielleicht hört es ja jetzt auf. Ja, doch, 14.
4, 3. Ja, der Stinkkäfer ist immer noch da. Nee. Jetzt sterbe ich auch. Warum musste ich nur den Knopf drücken? Das ist die Frage. Du hast immer noch das Atmungsgerät an, übrigens, ne? Ja. Nee, also macht Spaß. Macht Spaß. Also, ich kann meine Ausrüstung nicht noch mehr upgraden und ich krieg trotzdem Schaden wie... Ne? Ist schon schwierig, dieses Spiel. Hat so eine gewisse Härte. Die macht schon weh. Also ich chill gerade auf einem riesigen Sessel. Ich sehe, es ist, das Spiel ist nicht für alle gleich anstrengend. Ich wollte nicht einen Koch machen. Jetzt ist es soweit. Du wolltest ja der große, starke Krieger sein. Ist schon der Knöpfe drückt. Der Knopf ist so klug. Vor allem, dass wir das noch nie gesehen haben, wundert mich eher. Genau so. Fehlt auf jeden Fall noch ein Soundtrack. Ja, ja, so ganz leise, so ganz sachte. So. Nee, ich fühle es auch. Ja, oder? Ich auch. Ich auch. Ich spüre es richtig. In mir drinne. Echt? Ich fühle es gerade. Es kitzelt. Dann solltest du nicht auf dem Radio sitzen. Also wir sind Kinder, wahrscheinlich so Teenager-mäßig, die von irgendwelchen Wissenschaftlern klein geschrumpft wurden. Und unsere Aufgabe ist es, zu erfahren, warum, wieso, weshalb und vermutlich auch wieder groß zu werden. Das ist so der Punkt. Und es gibt halt verschiedene Labore in diesem Garten, die auch so klein sind, also klein geschrumpft worden sind, wo halt, wie sagt man, halt verschiedene Lösungsansätze oder Informationen dann herbekommt. Und sonst gibt's hier noch Spaß haben. Was? Das sind so verschiedenen Stufen. So. Ich muss jetzt aber auch ein bisschen beeilen, weil... Oh, jetzt ziehe ich natürlich wieder irgendeine Mücke, Alter. What the fuck ist ein Täuschköder? Damit kannst du täuschen. Fürs Angeln, fürs Wasser oder fürs Draußen? Nee, draußen, glaube ich. Dass du irgendwelche Viecher anlocken kannst oder weglocken kannst. Also ich habe gute Sicht auf deine Sprengungsaktion. Na gut, ich bin Kletter. Zünd die Bölle! Soll ich den Knaller zünden? Soll ich euch mal den besten Feldsteiner des Lebens zeigen? Wieso? Das ist so geil! Und nein, mit runterplumpst. Jetzt machen wir Stufe 2 Bomben oder so. Der ist irgendwo da drunter. Oh, 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 oh!
Es runterplumpst, die komme! Wart auf mich, lass uns gemeinsam diesen kleinen Schritt für uns, aber für eine Menschheit machen. Und ich glaube, da oben drauf ist das Dungeon and Dragons Feld. Da klebt Kaugummi drunter. Brauchst du auch ein spezielles Werkzeug, Stufe 3. Hab ich schon probiert. Nee, Schaufel, Stufe 2 brauchst du. Cool. Okay, also ich sehe eine Brille. Auf der anderen Seite. Da ist eine Feder. Okay, ich glaube. Ich glaube schon, dass wir irgendwo hier sein müssen, ne? Oh, sind das Splitter, die man abernten kann? Ja, ich packe Stufe 3, dann kannst du Splitter abernten. Splitter? Achso. Vom. Also. Okay, jetzt noch mehr schwarze Ameisen. Saftpäckchen. Stick. Keks-Sandwich-Brocken. Wo kommen wir rüber? Ah, hier. Vermutlich meinst du, ne? Ja, genau. Und da geht's dann auch hoch. Da unten in diesem Plastikteil war ich schon. Da war nur ein Zahn drin. Ah, hier, die meinst du. Ah, geil. Enttäuscht, dass ich den Bleistift nicht auseinander kann. So, was ist denn das hier? Wie heißt das Spiel? Nicht Dungeons and Dragons, sondern Minotaur und Minions. Oder ne, mehrere. Was war das? Ich hab die Kühlbox runtergehauen. Dass wir hier hoch rumlaufen können. Achso, Minotauren und Myrmidonen heißt das Spiel. Haha, Myrmidonen! Guck, hier ist es! Guck! Ein Dungeons-Dragons-Spiel! Müssen wir uns jetzt durch den Dungeon kämpfen? Also, wir sterben doch eh wieder, weißt du? Ich seh's schon wieder kommen. Lass uns erstmal. Mit Würfeln! Was? Da liegen sogar Würfel. Achso. Ah, und da drüben ist ein. Labor. Ich muss noch gucken, dass man hier... Hotdog. Kann man die Gürkchen da runterholen? Die Brust kann man abbauen? Ja, kriegst du Bröckchen. Kriegst du... Boah, da kriegst du aber gleich Bröckchen. Soll ich abbauen für dich? Hast du das Werkzeug nicht? Nee, natürlich nicht. Ich hab nix. Entschuldigung. Hier, bitte. Geht komplett klein. Mhm. Und vergammelt das auch so schnell wie alles andere, oder? Gar nicht. Aber es gibt bereits vergammeltes, das ist cool für Dünger. Ja, wir haben aber so viel vergammeltes, das könnt ihr auch wegschmeißen, wenn es euer Inventar voll rammelt. Nein. Hier ist denn nie jemand irgendwo, der nie immer da zum... Wir haben jetzt ein Bett. Ich denke, es führt wirklich keinen Weg drumrum. Wir müssen in diesen Dungeon rein. Oh, wie schrecklich. Oh nein. Oh, hast du Zeug dabei, um hier ein Bett zu bauen? Bett. Also ein Ding halt, weißt du? Nee, nicht mal ansatzweise. Oh, die Spinnen. Oh, die Bienen sind aggressiv. Scheiße. Aua, 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 aua. Nicht so weit weg von dir, bin wieder beim Labor. So.
Ja! Ich verrecke hier gleich. Hier liegt noch ein Raben, Krähenfeder. Ja, ja, aber ich verrecke. Oh. Ah, bist du rumgelaufen oder drinne? Ich bin drinne. Ich hab den Ausgang entdeckt. Hier ist eine große Truhe, aber man braucht einen Minotaurus-Labyrinth-Schlüssel, um sie zu öffnen. Hm. Der ist bestimmt in den Kaugummi da ganz vorne, den ich nicht kaputt machen kann. Du liegst draußen am... Nee, bin wieder hier. Weiter vorne waren Kaugummi-Brocken. Ich glaube, brauchst Stufe 3. Ich glaube, Stufe 2 Schaufel, aber... Ja, Schaufel Stufe 2, aber die haben wir halt auch nicht, ja. Ja. Okay. Ich höre da draußen auf jeden Fall was schnarchen. Kauter Kaugummi. Nee, aber ansonsten habe ich jetzt keinen Schlüssel gesehen. Was ist denn hier noch ein Ausgang gefunden? Dort, wo ich gerade herkam, war. Also, jetzt ein Honigpott und viele Bienen. A bee. Oh, I would kill for some honey. All these artificial sweeteners can't possibly be good for you. Bienen sind halt aggressiv, ne? Ja, aber wir hier an ihrem Honig sind bestimmt. Ich weiß halt nicht, ob wir... Oh, Jesus. Wenn ich auf den Kopf springe, spickt's mich richtig übel weg, du. Ja, ich weiß halt nicht, wo dieser Minotaurus-Schlüssel sein soll, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir diesen Honig hier irgendwie... Wo war denn? Ja, die war eins weiter unten. Die Seilrutsche in die Wüste. Oh ja, sie müsste eins weiter unten. Also hier unten hätte es noch ein Buch. Und eine Brille. Irvine Square Notebook. Wollen wir mal eine Biene zusammen probieren? Ich habe halt keinen Pfeil und Bogen dabei. Das ist halt der Rotz. Ja. Jetzt ein bisschen zurücklaufen noch, damit wir nicht andere Bienen noch pullen. Du hast immer noch das Ding an, gell? Die Atmung. So behindert. Kann grad nicht. Lieber Zetinga. Na toll, was ist das jetzt? Ja, nice, bleib so, bleib's auch nicht bewegt. Sie.
Ach komm! Ist nicht dein Scheiß Ernst, Mann! Ja! Yeah. Okay. Echt anstrengend, dass es geht, aber. Alter, die verlangsamen einen echt hart, ne? Ne, musste die Biene verhauen. Naja, gut. Aber dann hat's hier eigentlich auch wieder nichts. Nicht so richtig. Let's see what we can find. Ich guck mal schnell, ob ich irgendwie vorne beim Honig was machen kann. Oder ob das einfach wirklich nur ein Glas Honig darstellen soll. Ah, bin ich erschrocken, du blöde Kuh. Nö, also rein komme ich nicht. Seventh Master of the Seventh Puppet Metal Mix. Okay. Ah, ich weiß, wo ich noch reinspringe. Ja, da ist ein Zahn in der Box. Genau. Und was zu trinken. Da müssen wir rausfinden, wie wir Stufe 2... Schaufel machen können, oder? Ja, ich brauche hier gekauter Kaugummi, brauche ich Stufe 2 Schaufel. Warte mal, wo war denn jetzt hier die Seilrutsche? Sie ging, glaube ich, relativ mittig nach da drüben an die Augen, ne? Mhm. Dazwischen war die, glaube ich. Oder war das eine, die in den Sandkasten runterführte? Von hier, also es ging von meiner Seite aus, von hier oben nach da unten, aber irgendwie sehe ich sie nicht. Oh Gott, war sie doch oben? Wir haben sie nicht gesehen? Ja, neben Forschungsstation. Da drüben hat es halt noch eine Brille, die checke ich auch nicht so ganz, ob man vielleicht damit noch irgendwas anstellen kann. Stimmt gar nicht, der Dinge, das neu. Das stimmt nicht. War nämlich heute oder gestern duschen. War es letzte Woche? Auf alle Fälle dieses Jahr. Auf alle Fälle dieses Jahr. Nö, mit der Brille kann ich nichts machen. Also, die Brille ist halt sehr offensichtlich zu der Kohle da drüben aufgestellt, aber es ist zu heiß, ich kann da nichts machen und die Viecher, die da sind, sind auch wieder viel zu stark, also... Also es ist jetzt gerade, es ist gerade schon ein bisschen komisch so, also das einzige Labor, welches wir gefunden haben, ist ein bisschen anstrengend bezüglich der Schwierigkeit. In der Nacht ist es kühler als draußen, genau. Achso, du meinst so, dass man in der Nacht vielleicht auf den Grill gehen kann, weil es dann kühler ist. Also ich vermute, dass wir in die Wüste können in der Nacht. Aber
Aber da in der Wüste hat es ja noch stärkere Viecher gehabt, die haben wir ja vorhin gesehen, die konnten wir ja noch gar nicht bezwingen. Prinzipiell sollten wir auch erstmal das Nebellabor betreten. Nee, doch, betritt das Labor im Nebel. Ja, das aber nur, weil ich es gefunden habe, gell? Also wenn wir ein anderes Labor gefunden hätten, dann wäre da was anderes gestanden. Also wir können auch mit dem Smart-Typ reden, der kann uns auch einen Tipp geben, wo das andere sein soll. Wir können ja erstmal hier das Ding verbinden. Mhm, ich komme. Good thing I'm hungry. Ich sehe mich schon, wie ich davon spicke. In den Sand. Also, die hat halt noch eine Sandburg. Da warst du wahrscheinlich, oder? Nein, ich bin da bei der Schaufel runter. Da war der Mixer. Den hatte ich ausgelöst. Aber. Aber sonst noch nichts. War es das safe? Ich sehe da unten wieder so ein Löwenvieh. Löwenzahn. Nicht so ganz das, was ich meine. Ich habe hier eine Chilischote gefunden. Ja, Chilischote. Damit kann man wahrscheinlich die Waffen upgraden. Aber da muss man erst noch einen Batzen draus machen. Aber nur den ganzen Batzen. Mhm. Also wenn du Lust auf Apfel hast, den kann ich dir auch kaputt machen. Ne? Mhm. Oh, da ist ein Löwe aus dem... Ah! Ein Löwe. Ja, das heißt irgendwie. Oh Gott. So. Nein! Wir müssen, du musst woanders durch! Ich dachte, oh, komm ich doch gerade hergerannt! That was refreshing. Das war erfrischend. Oh, er hat gerade eine tote Ameise hinter dir hergeschmissen. Cool. Okay, also hier muss es irgendwie einen speziellen Eingang geben. Unten durch den Tunnel oder? Oh Gott, wieso kommt die hier überall raus? Hier sind Kakteen. Ich bin im Wasser. Wasser scheint safe zu sein.